Lukas Franke ist ein junger Familienvater, der eine wichtige Position im Hotelmanagement hat. Dort arbeitet. Er ist ein junger, bescheidener Mann mit einer wunderbaren Frau. Ich liebe dich. Happy Birthday. Und führt ein sehr ausgeglichenes und stilles Leben. Und am nächsten Tag wird Lukas Franke gehackt. Was machen Sie da? Wenn dieser ganze Bereich irgendwie angegriffen wird, kämpft er halt einfach darum, das zu sichern und auch seine Familie zu schützen. Und deswegen ist es für mich total nachvollziehbar, dass jemand halt sich auf die Suche begibt und sagt, ey, ich muss denjenigen finden, der mein Leben zerstört. Glaubst du, die nehme ich ernst? Ich regle das selber. Das ist keine gute Idee, Lukas. Wir wissen noch gar nicht, was das für ein Typ ist. Vertrau mir einfach, bitte. Ich mach das schon. Ich liebe dich. Eine sehr spannende Thematik, weil Datenschutz und Datenraub heutzutage natürlich auch allgegenwärtig ist. Und oftmals sieht man sich auch konfrontiert mit sich selber, weil man halt weiß, oh Gott, was wäre, wenn mir das passieren würde? Wie würde ich damit umgehen? Was ist, wenn mir keiner glauben würde? Wahrscheinlich kommen mir gleich die Bullen vorbei. Aber egal, was die dir sagen, ich habe niemanden umgebracht, okay?